Im Herzen des Rhonetals erhebt sich ein Felsmassiv von einzigartiger Schönheit, die Dentelle de Montmirail. Von Wind und Wetter im Laufe der Zeit zu schroffen Klippen geformt, überragen sie majestätisch die jahrtausendealte Kulturlandschaft von Baume de Venise. Die Vegetation ist üppig und mediterran geprägt. Umringt von einer Vielzahl duftender Kräuter und Pflanzen, von Steineichen, Aleppo-Kiefern und Kapernsträuchern, liegen die Weinberge, die schon seit der Antike das Gesicht dieser Gegend prägen. Seit griechische Siedler sich vor mehr als 2500 Jahren an diesem Ort niederließen, wird hier Weinbau betrieben. Die perfekte Harmonie zwischen Natur und Kultur zu bewahren, ist seither das Credo der Winzer, die althergebrachtes Wissen behutsam mit modernen Methoden verbinden. Die Dörfer der Appellation, die sich über die Süd- und Südosthänge der Dentelle de Montmirail erstreckt, haben klingende Namen. Baume de Venise, La Fare, La Roquealrique und Suzette. Im Laufe der Jahrhunderte hat der Mensch diese raue Landschaft urbar gemacht und so das spektakuläre Panorama geschaffen, das wir heute vor uns sehen. In der Gemeinde Baume de Venise gedeihen die Reben auf jahrhundertealten Terrassenanlagen, die einst ausschließlich der Olivenkultur gewidmet waren. Auf ihren hellen, sandhaltigen Böden, der Blonde genannt, wird die Rebsorte Muscat angebaut, die Baume de Venise in aller Welt berühmt gemacht hat. Nach wie vor gibt es einige prachtvolle Olivenhaine. Sie wachen über die einzigen Weinberge im Rhonetal, die sich ausschließlich dem weißen und roten Muscat verschrieben haben. Den Status einer Appellation d'origine contrôlée erhielt der Muscat Baume de Venise bereits im Jahr 1943. Heute gilt er als einer der weltweit besten seiner Art. Elegant am Gaumen, süß und fruchtbetont, passen die Muscat-Weine hervorragend zu Gänseleber wie zu Dessert und eignen sich ebenso als Aperitif wie als Grundlage feiner Cocktails. Auf den südöstlich ausgerichteten Hanglagen der Dentelle de Montmirail gedeihen die Rotweinreben auf drei sehr unterschiedlichen Bodentypen. Auf den ockerfarbenen Böden des Trias, den weißen Böden der Kreidezeit und den grauen Böden aus der Zeit des Jura. Primär sind es Grenache und Syrah, aber auch Mourvèdre oder Cinsault, aus denen die fruchtig kräftigen Rotweine des Cru Baume de Venise entstehen. Sie spiegeln die Komplexität der verschiedenen Terroirs sowie die Frische der Höhenlage der Dentelle de Montmirail wider. Über die erste Klassifizierung als Côte du Rhône im Jahr 1956 sowie den Status Côte du Rhône Village ab 1978 erfolgte die Anerkennung dieses einzigartigen Terroirs im Jahre 2005. Baume de Venise wird in die höchste Kategorie als Cru des Côtes du Rhône aufgenommen. Pittoreske Dörfer mit ihren typisch provenzalischen Glockentürmen, Obst- und Olivenbäume, Weinberge und die unverwechselbaren Kalkfelsen.
Durch diese malerische und zum Verweilen einladende Landschaft führt eine Weinstraße, die es dem Besucher erlaubt, die vielschichtigen Facetten der beiden Crue Baume de Venise zu entdecken. Ihre verschiedenen Farben, ihre so unterschiedlichen Persönlichkeiten, Eigenschaften und Charaktere. Baume de Venise, le terroir ou deux visages.